So, und da sind wir ja schon mittendrin im Grid. In der Startaufstellung. Wird wohl gleich losgehen. Ihr seht, unten laufen die Zeiten durch. Ich habe das Quali natürlich wie immer vergeigt. Trotzdem 8. Startplatz fürs erste Rennen in der iRacing Le Mans Serie ist gar nicht so übel, denke ich mal. Sind ja alles keine Nasenbohrer hier. Follow the safety car in the left column. Left the contact plate breaking back to mark. Die 36 Autos, ihr habt es gesehen. Und dann machen sie jetzt mal alle auf die Reise hier. Schauen wir mal. Ja, da ist schon einer missmutig hier. Na, ich hoffe mal, dass ich diesmal den Start nicht vergeige. Alles andere wird sich dann schon finden. Jetzt schauen wir erstmal. Vorm Sturm. Okay, Patrick, get ready. Da zieht der erste an. Auf geht's, auf geht's. Green Flag, Green Flag. Go, 1 liter remaining. Naja, wenn ich jetzt noch 1 Liter drin hätte. Das ist ein Replay, deswegen. Und da geht's auch schon richtig gut zur Sache, sehe ich hier. Dominik Arndts, der Führende, darf jetzt hinterher fahren. Aber dafür bin ich richtig toll durchgekommen. Naja, dann hätten wir das ja schon mal abgehakt hier. Okay, Patrick, don't let this guy distract you. Ich gebe mir Mühe. Ja, da muss ich selber mal den Atem anhalten, aber selbst lief absolut blendend. Absolut super durchgekommen. Deswegen alles gut, alles gut. Und ich glaube, Dominik Arndts wird nicht lange fackeln mit dem Rest des Feldes. Ja, das neue Reifenmodell. Am Start sind die Reifen kalt. Und haben einen Druck von 1,4 Bar, schätze ich mal. Tiefer kann er ja nicht gehen, sonst wäre er mit dem Auto nicht zugelassen. Aber ist schon vorbei.
glaube, der Ford GT hatte gerade irgendein Problem, schätze ich, oder? So, Ripley, schauen wir uns doch direkt mal an, was dem Matt Christie passiert ist hier. Sieht mal alles gut aus, aber er kommt irgendwie schwer hier aus der Schikane raus. Er lag auf dem dritten Platz. Und die komplette Meute fällt über ihn her. Ihr seht, da hinten komme ich. Dominik Ernst da hinten, der ehemals Führende, räumt auch schon mit allem auf. Also, ich kann euch nicht sagen, was da mit dem Kollegen passiert ist. Wieder ein Blatt für mich. Auf jeden Fall, Ford GT wird nicht mehr gern gefahren, weil die Kiste einfach nicht leistungsfähig ist, habe ich gehört. Ich habe ihn selber nicht. Hab mir nicht gekauft. Aber, naja, gut. Okay. Ja, schauen wir doch mal, was sonst noch so hier los war. Ist jetzt Matt Christie bis auf den 9. zurückgefallen. Und ich glaube, der ist während des Rennens in den Tiefen des Nirgendwo versunken. Lasst euch nicht täuschen, dass ihr hier nur ein paar Autos seht. Ich hatte beim Replay aufnehmen ein paar Sachen verkehrt eingestellt, deshalb ist hier das halbe Feld nicht drauf. Leider. Da sind auch schon einige gestrandet und, oder aus der Box gefahren. Ihr seht es ja im Verlauf des Rennens noch. Auf jeden Fall geht es hier schon mal heiß zur Sache. Ist eine wunderschöne Rennklasse. Oh, der erste mit krumm Heckflügel. Da hinten, das müsste der Tizian gewesen sein. Und da seht ihr mich. Gehetzt. Vom Besten im Feld. Aber ich bin noch vorne dran. Also, bisher läuft's noch ganz gut. Wie gesagt, mein allererstes Rennen der ILMS. Zu meinem Glück muss ich sagen, zu wenig LMP-Fahrzeuge, die hier im Feld wären. Also ein reines GT-Feld. Normalerweise sind LMP1 und LMP2 noch mit am Start. Deshalb kann man die Rundenzeit nicht so vergleichen eigentlich. Aber hier wird auch ganz hinten um jeden Platz gefightet. Focus on your exits. Ja. Die Sachen sind doch herrliche Bilder, oder? Könnte man fast die Corona-Krise vergessen. Naja. Ihr seht ja, was hier überall los ist. The gap behind is now 1.1. Na, tut sich langsam eine Lücke auf. An der Stelle möchte ich mal ganz lieb ein paar Grüße nach Freiberg schicken zu meinem lieben Günther, der als allererster meinen Kanal hier abonniert hat. Günther, ich find's cool und ich hoffe, jetzt macht ihr auch das Angucken ein bisschen mehr Spaß. Na, ich bin noch dabei. Siehst du ja, alles ein bisschen auf die Reihe zu kriegen, aber ich denke mal, ich habe das schon ein bisschen
gar nicht so übel für den Zuschauer aufbereitet. Herrliche Kämpfe. Und wir sind ja erst am Anfang des Rennens. iRacing Le Mans sehr üblich, ein Zwangsboxenstopp. Kurz vor Ende des Rennens, also man kommt mit den 60 Litern, die im Tank sind, nicht bis ins Ziel. Und wer da die Reifen wechselt, hat schon geloost. Die Erfahrung habe ich in der VRS GT gemacht. Ah, wird gerade sich gegenseitig in die Kiste gefahren. Auf jeden Fall habe ich in meinem ersten VRS GT-Rennen vollgetankt und die Reifen gewechselt, weil ich alles noch nie auf der Reihe hatte und bin natürlich um eine Menge Plätze zurückgefallen. The gap in front is increased to 3.0. Sachen der BMW und Le Mans, das passt zusammen, das macht einen riesen Spaß. Die Kiste fliegt. Ich werde die 6 Stunden Rennen auch nochmal aufarbeiten, ein bisschen grafisch und Text. Weil es eine lustige Erfahrung war einfach. Herrliche Bilder, oder? Jetzt, er ist schon auf dem dritten nach vorne gegangen. Im Großen und Ganzen wird hier aber auch spitzenmäßig sauber gefahren, das seht ihr ja. Deswegen macht es auch so riesig viel Spaß. Hautenge Kämpfe. Hier sind halt so viele Leute eingeloggt, dass du wirklich mit den Fahrern fährst, die auf deinem Level sind. Und wenn du auf einem halbwegs vernünftigen Level bist, ich habe Safety Rating A 499, also höher geht's nicht. Dann kommst du in so einen Surfer rein. Ja, der Julian verdammt schnell, aber auch verdammt lasch auf der Bremse, ihr werdet später sehen. Gibt natürlich kein Rennen von mir, was nicht ohne Zwischenfall abgeht. Der diesmal aber relativ glimpflich abgegangen ist und absolut eigentlich meine Schuld war. Der Rennleiter hat gepennt leider. Ich habe 4 Inzidenz dafür bekommen, aber ihr werdet es dann noch sehen. Ja, den Porsche habe ich mir auch gekauft, aber ich komme mit dem Teil nicht zurecht und aber gute Setup habe ich gleich gar nicht, aber die Porsche, die sind wirklich mega schnell. Bin ich mal gespannt, was das der GTE-Klasse wird. Wo sie jetzt alle so langsam da aussteigen. Ja, das fragen sich oft zu einige. Wie oft habe ich mir die Frage? Oha, oha. Jo, dann viel Spaß, Meister. Ob's was nützt? Das klingt doch mal gar nicht schlecht.
Vor mir geht's rund. Und je mehr die sich bekämpfen, desto länger kann ich dranbleiben und vielleicht auch vorbeigehen. Mal gucken. Aber man will ja nicht meckern. Top 10 im ersten Rennen. Naja. Fahren nur A- und B-Fahrer mit, deswegen habe ich mich bisher immer nicht so getraut. Uiuiui, ui, ui, Meister. Mit dem Ferrari ist aber weit gegangen. Und der German räumt vorne auf. Der ist schon fast dran. Ich wollte gerade sagen, nicht der German, sondern der Dominik Arndt. Der hier aufräumt. Der German gibt alles, aber... Und ich glaube, der Julian wird nicht lange hier dafür und sein. Ja. Ja, noch 20 Minuten. 2 Sekunden auf die Spitze, naja. Hab schon Schlimmeres gesehen. Eine der meistgestellten Fragen in iRacing. Jeder von uns hat sich mindestens 1000 Mal schon gestellt. Why did you break there? Bis zuletzt in der Majors, was wieder eine absolute Katastrophe war, und ich habe auch noch das Replay verbucht. Ich habe das komplette Training aufgenommen und renne mit. Ist auch eigentlich besser so, weil ich habe ein Desaster in der ersten Kurve hingelegt, selber verschuldet. Sorry an alle. Naja. Noch nicht. Aber hier sieht man, wer gewinnen will. Er fährt ja auch Zeiten. Die sind einfach Wahnsinn. Mit vollem Tank mit der Kiste eine 3,55 im Rennen ist schon Heavy Metal, und der fährt hier eine 3,53. Und ich glaube, der ist im Rennen auch mal eine 3,51 gefahren. Ist Julian vorne wehrt sich ohne Ende, aber irgendwann ist halt vorbei. Jetzt macht er kurz einen Prozess. Jetzt macht er kurz einen Prozess. Was habe ich euch gesagt? Mein allererstes Bonserie Rennen. Oha, oha, Maestro. Abgeflogen, das bedeutet für mich wieder eine Position gut gemacht. Wie gesagt, kein Meister vom Himmel gefallen. Toi, 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 bisher habe ich schon keinen Fehler gemacht.
Noch nicht eine einzige Umrechnung. Ich frage meine Teamkollegen. Für gewöhnlich sind ein paar grobe Schnitzer dabei. Seht ihr, wie gut hier Brian abgeht, aber fängt die Kiste eigentlich recht vernünftig ab und weiter geht's! Während ich einen Julian am Eimer hab. Der hier ja auch sauber vorbeigeht. Alright, Patrick. Hold your nerve, just keep it smooth. No mistakes. Na, guck, wie schlecht er hier rauskommt. Und ich bin dran. Ja, und wie vorbei? Ist eigentlich vorbei. Jetzt schaut's euch an. Jeder Rennleiter sieht doch und zack. Naja. Vier Incidents. Und drei Positionen hat mich die ganze Sache gekostet. Und der Kollege hat noch nimmer Entschuldigung gesagt. Bremspunkt, der war sonst wo. Sonst wo. Naja. Was hat der Psychologe gesagt? Ja, das ist doch gut. Was hat der Rennpsychologe gesagt? Always smile. Always smile. Nick Gillette abgeflogen. Und jetzt steht er mit mir noch dran. Kiste sieht so aus. Als im Toten hat er ja 9 Sekunden Rückstand. Wir warten gleich von Naschen hier kommen. Ja, hier geht's auch richtig zur Sache. The gap to Clayton behind is now 5.1. Ich glaube, bei denen ist noch nie alles ausdiskutiert. Uiuiui. Wilden Stiefel fahren sie ja zusammen, das muss man sagen. Wirklich hart gefightet bis letzte Runde, schätze ich mal. Ja, und knapp 19 Minuten stehen noch auf der Uhr. Ich schätze mal, nach der Runde werde ich in die Box kommen.
Lasst euch nicht täuschen durch die sechste Position, da sind schon welche mit einer anderen Boxenstrategie weg. Also mal gucken, wie das boxenstopp-bereinigt alles aussieht. The gap to Clayton behind is now 5.4 seconds. Ah ja. Wieder perfekt genommen. Obwohl, die letzte Runde war gar nicht so eine tolle, sehe ich gerade. 40-7. Ja, ganz vorne wird hart gefightet, seht ihr. The gap ahead is now 5.8 seconds. Der dreht einsam und alleine seine Runden. Der war wahrscheinlich schon in der Box gerade. Da werde ich wohl jetzt hinfahren. Look out for the pit speed limit. Pit lane speed limit is 60 kilometers per hour. We don't have that data. Clayton behind is pitting now. Box in 5, 4, 3, 2, 1. Wie gesagt, kurz das Splash and Dash und auf geht's. All clear on pit exit, you can push now. Come on man, keep pushing. Jo man, ich gebe mein Bestes. 15 minutes left, that's 15 minutes. Er wird bis ganz hinten gefightet, seht das. Das ist doch mal nicht schlecht.
metallische Bilder, oder? Ja, der Alex König geht vorbei an Grand Daniel. Oder doch, ne? Euer. Au, 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 er geht aber ganz schön weit. Ja, okay. Das ist, wie gesagt, ne, ausdiskutiert, deswegen wird jetzt hier wieder zurück überholt. Dann mal gucken, ob die sich besser einig sind, wie wir. Ich vor uns mit dem Kollegen. Schade, zeigen sie nicht weiter. Ah ja, doch. Hat funktioniert. Nach 12 Minuten auf der Uhr, gucken wir mal. Achte Position. Okay, das ist wirklich okay. Also. Ja, und ich zirkel immer noch schön hier rum. Fabian Zweier fighten hier. Die 14. und 15. Position wird hier gefightet bis zum Gegner. Das ist ja Wahnsinn, oder? Während da vorne der BMW gerade den tierischen Ausritt hatte. Und der nächste da hinten gerade ausgefahren ist. Hier wird genauso gekämpft und überholt. Ein paar Positionen weiter hinten. Ahead is now 3.7 seconds. Ja, das klingt nicht ganz so bequem wie vorher. Er wird bis ganz hinten gekämpft und gefightet. German Tietz ganz schön zurückgefallen. Da hat man um die Spitze gekämpft. Ja, im 8. Platz hab ich mich halt festgenagelt irgendwie. Scheint so. Aber geht wie Butter heute, also 4 Inzidenz für ein Stundenrennen, da gibt es keinen Abzug. Was dazu kriegen kann ich nicht, ich habe das höchste Safety Rating, was es gibt, A 499. Die habe ich mir alleine eingefangen durch die 6 Stunden in Le Mans. Bastel ich euch auch nochmal einen Film zusammen mit einem richtig lustigen, coolen Kommentar. Okay, Patrick. 10 minutes to go. That's 10 minutes left. Ja, 10 Minuten noch. Dann schauen wir mal, wo uns das hinführt. Just hit each and every apex. Während hier auch wieder fleißig überholt wird. Front is now 4.4 seconds. Da geht's im Mittelfeld tierisch ab. Absoluter Wahnsinn, oder? Ja. Thank you.
Da ist der Meister aber gut abgeflogen. Ja, 8 Minuten plus eine Runde, das ist noch 3 Runden. Schauen wir mal. Der Mandit fällt aber ganz schön weit zurück. Ja, der sieht auch nicht mehr ganz so frisch aus. Alter Verwalter, die fahren sich öfters in die Kiste rein, aber was für ein geiles Racing. Ja, irgendjemand hat heute einen schlechten Tag. And German, you knew you were the guy behind us right now, there, you didn't come off. Aber schimpft einer die Deutschen hier, oder? Hör ich das nicht? Fucking a German, not you. Ja, ich sag ja, fucking German, was soll denn das? Aber ich gerate unlangsam unter Druck hier. Der Wolfgang hinter mir. Sechster. Durch die Boxenstopps eben. Aber das wär's nicht halten können. Das wär's einfach nicht halten können. Obwohl der Wolfgang ganz schön weit gerade ausgegangen ist gerade. Aber immer noch Druck hier. Auf der Kiste. Ja, geh mal noch zur Reparatur an der Box, schätze ich mal. Aber die Kiste, die ist schon ganz schön hinüber, also. Auf dem 9. Platz, eine 3,75 ist nicht schlecht. The guy behind is catching. The gap's now 1.5 seconds. Wenn die so weiterfahren, die kriege ich noch am Arsch. So viele Minuten können sich hinziehen wie Kaugummi. Also das halbe Feld federn gelassen. Ich sehe, hier ist die Hälfte schon ausgefallen. Wahnsinn. Alright, Patrick. 5 minutes to go. 5 minutes left. Nice and smooth. Don't overdrive the car. Versuche ich ja gerade. Leichter gesagt als getan. Die Reifen, die sind sowas von runtergenuddelt mittlerweile. Eine Bremse wird immer länger irgendwie. Also das neue Reifenmodell ist schon geil, also muss man sagen. Da haben sich die Techniker ganz schön was einfallen lassen. Das kannst du mit bloßem Auge sehen. Das sehe ich im Rückspiegel, dass sie immer näher kommen, Meister. Was will ich denn machen? Er kommt zum Reisen. Den Rest kriegen wir auch noch rum. Aufmerksam bleiben, keine Fehler machen. Durchs
ganz schön an der Backe. Oh, oh, jetzt muss ich langsam machen, oder? Nee. Da hab ich aber gerade so erwischt, gerade so. Okay, Patrick, hold your nerve, just keep it smooth, no mistakes. Ich versuch's, Meister, ich versuch's. Runde, Mensch. Scheiße, scheiße, scheiße. Und jetzt kommt der Kollege schon. Da brauchst du mich nicht mehr. Komplette Ansage. Na, versuch's mal. Komm, ich block mal. Two minutes to go. Two minutes. Und dann noch eine Runde. Das hast du vergessen, oder? Zeit drin. Gibt's immer noch einen Aufschlag. Da sind wir noch lange nicht daheben. Vor allen Dingen, wenn ich da immer näher komme. Immer näher. Exit ordentlich getroffen. Durchatmen. Bis zum nächsten Mal. Ist halt der Windschatten, der ist irre, der ist total irre, seht ihr das? Der saugt sich förmlich ran. Ich bin der Hase, der davonläuft hier. Die Uhr zieht runter, aber mal gucken. Ah, jetzt hat er mich. Da lohnt sich nicht, sich zu wehren, ehrlich. Jetzt haben die Porsche mich in der Zange, die Ochsen. Scheiße. Ich mache keinen Fehler vorne. Komm, gib Gas, ey. Eine Runde noch. Wie soll ich denn das überleben? Seit nachts läuft's. So. Auf zum letzten Gefecht. Da haben wir denn schon mal überrascht. Den Meister. Das ist jetzt im letzten Runde. Mann, 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 hartes Brot. Drei Porsche am Arsch.
ist schlecht, aber ich scheiße. Africa behind is now 2.7 seconds. Ganze Scheiße im Arsch zu haben. Oh, ist doch mal eine Sache, sorry. Piep. Die Assis. Piep. Piep, piep. Und die umsonst sagt man, der hängt mir im Getriebe, ihr seht's ja. Wenigstens der Wolfgang ist hier noch mehr. Da gucken wir mal. Okay, Patrick, don't let this guy distract you. Halt die Kiste auf Kurs, schön Ruhe. Fahr mal das Ding heim. Okay, Pferde mehr machen, jetzt ist Finish hier. Was ein geiles Rennen. Was ein geiles Racing. Leute, war echt spitze. Julian hätte ein bisschen wenig mehr. Ob sie eher bremsen sollen, sonst habe ich mal. Ansonsten. Das ist alles richtig cool. Die letzten paar Kurven noch und dann sind wir zu Hause. Sorry, that was a little cheeky by me, John. Had a slow down to serve on the last fucking corner. That's good racing by you, though. Yeah, it was fun. Sorry you had that aero damage, Patrick, you had as an Porsche. Thank you.